Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 22.800 US-Dollar. Oh mein Gott, Bitcoin ist gestern minus 6% nach unten gefallen. Sollen wir unsere Bitcoin alle verkaufen? Das erfährst du hier in diesem Video. Leute, Panikmodus off. Ja, es ist. Eine ganz normale und kleine Korrektur. Alles, was du darüber wissen solltest und vor allem jetzt, wie der morgige Tag aussieht, denn morgen ist Zinsentscheid, das erfährst du im Video. Daumen gerne nach oben geben, Abo dalassen und reinstarten ins Video. Let's go! Alright, gut. Also, da sind wir. Schauen wir uns einfach mal den Chart an. Und gestern haben mich wieder sehr, sehr viele Nachrichten erreicht. Auf unserem Discord-Server, auf Telegram, private Nachrichten. Basti, wir korrigieren voll nach unten. Wir brechen durch alles durch. Was soll ich jetzt machen? War es jetzt schon mit dem kleinen Bullrun, was wir gesehen haben? Fallen wir jetzt auf 15.000 Dollar? Jetzt kommt neues Bärenmarkt tief und so weiter und so fort. Leute, bleibt locker. Okay? Ganz wichtig erstmal immer, wenn man so eine Korrektur hat, rauszoomen. Gucken, was passiert ist, Tageschart angucken, rauszoomen. Sieht das für euch nach einem apokalyptischen äh, Downtrend jetzt aus, der uns jetzt hier unter 16.000 Dollar bringt und wir ein neues Bärenmarkt tief machen? Nein. Ja, Das ist eine ganz normale Korrektur. Und Leute, wir sind sogar auf dem, auf dem Daily Chart immer noch in einem Aufwärtstrend, okay? Deshalb immer locker bleiben. Ich weiß, viele da draußen ja, sind dann mit ihrer FOMO jetzt dann hier wieder oben in Long-Position reingegangen, was ich da jedes Mal immer davon abrate. Wartet auf die wohlbekannten Rücksetzer hier unten. Wartet auf die Rücksetzer, bis wir wieder ein schönes W-Pattern formen oder einen doppelten Boden. Ein schönes Reversal Pattern, ja, dass dann wieder schönes neues Kaufvolumen reinkommt. Aber das ist sehr wichtig, dass jetzt so eine Korrektur reinkommt. Warum? Schaut euch mal unseren RSI an. Da ist das erste Mal seit unserem Anstieg, also seit 11. Januar, ist jetzt endlich unser RSI mal wieder nicht im überkauften Bereich und das auf dem Tageschart. Ja, endlich, endlich ist es soweit. Genau das wollen wir doch sehen. Genau das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass der RSI etwas abkühlt, damit hier wieder neue Kraft gesammelt werden kann und wir weiter nach oben gehen. Das muss passieren. Ja. Es wäre absolut fatal, wenn Bitcoin die ganze Zeit nur nach oben pumpt. Das ist nämlich absolut keine gesunde Marktentwicklung. Ja, wenn du so etwas siehst, dass ein Kurs parabolisch nach oben geht und die ganze Zeit nur nach oben steigt, dann Wird die Korrektur noch mal extremer werden und das wollen wir ja nicht sehen. Was wollen wir bei Bitcoin sehen? Wir wollen einen Anstieg, Konsolidierung, wollen einen Anstieg, Konsolidierung, wollen einen Anstieg, Konsolidierung. Ja, und genau das wollen wir ja bei unserem Bitcoin sehen, das nachhaltig ist. Ja, nichts mit einem Pump and Dump zu tun hat, sondern Nachhaltigkeit. Das ist das Wichtige und das wollen wir sehen. Und genau das ist jetzt erstmal passiert. Ja, also schauen wir uns das auf den vier-Stunden-Chart jetzt mal im Detail um, was diese kleinen Linien hier zu bedeuten haben, schauen wir uns gleich im kleineren Timeframe an. Ja, Also, und was du jetzt hier ganz gut sehen kannst, ist nämlich folgendes, dass wir jetzt hier genau an dieser Stelle jetzt erstmal wieder auf unseren 50er EMA sind. Wir sind zwar hier nochmal stark nach unten gefallen, ja, aber wir haben kein tieferes Tief gemacht. Das muss uns auch bewusst sein. Diese Tiefs hier unten haben jetzt erstmal gehalten und wenn man das so möchte, sind wir weiterhin in einem Aufwärtstrend. Ja, man sieht das hier nochmal ganz schön klar, dieses Tief hier haben wir Rausgenommen um ein paar Dollar, muss man hier auch sagen. Ja, hier dieses kleine Tief haben wir rausgenommen um ein paar Dollar, aber wir haben kein weiteres tieferes Tief gemacht. Und das ist das wichtige und entscheidende auf unserem Vier-Stunden-Chart. Und wenn wir uns das nämlich jetzt hier mal anschauen, sehen wir natürlich, dass wir hier dann eine Korrektur reingekriegt haben von knappen 6%. Das waren 1.400 Dollar. Aber man muss dazu sagen, wir sind genau wieder in unserer Volumenzone. Und genau diese Zone haben wir uns ja auch schon längere Zeit auch angeguckt mit unserem VPVR. Ich habe gesagt, Leute, wenn wir es jetzt hier nicht schaffen, hier oben reinzukommen Richtung 25.000 US-Dollar, dann ist die erste Supportzone wieder unsere Volumenzone hier unten auf dem 4-Stunden-Chart. Ja? Und was ist passiert? Es ist genau das passiert. Was ihr hier auf der rechten Seite sehen könnt, wir sind genau hier unten in dieser Volumenzone. Es wird erst wieder kritisch, wenn wir die 22.400 Dollar nach unten durchbrechen und somit genau diese Tiefs hier unten rausnehmen. Das ist aber nicht passiert. Ja, das heißt, wir sind genau in dieser Akkumulationsphase, genau hier in dieser Konsolidierungsphase, was wir uns auch schon vor ein paar Tagen angeguckt haben. Ja, habe ich euch ja das hier genau so eingezeichnet, dass wir hier diesen Breakout-Versuch hatten. Wir haben jetzt im Moment, stand jetzt zumindest mal ein lokales Top reingekriegt, sind jetzt hier unten wieder und sind jetzt sozusagen wieder auf Null gesetzt. Das heißt, das Wochenende wurde hier jetzt wieder komplett abgebaut. Und wir sind komplett jetzt hier wieder in unserer Range drin. Morgen kommt auch dann der Zinsentscheid. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bitcoin jetzt in dieser Range hier bleiben wird bis morgen Abend um 20 Uhr, beziehungsweise schon ein bisschen davor, weil da wird es volatil. Morgen Abend gibt es auch einen sehr großen Livestream wieder auf meinem YouTube-Kanal. Da solltest du unbedingt mit reinschauen. Vielleicht gehen wir sogar schon ein bisschen eher online und machen hier einen richtig geilen Streaming-Tag daraus. Wenn du darauf Bock hast, dann gerne mal einen Daumen nach oben geben. Und der nächste Supportzone ist dann einfach auch hier unten wieder der nächste Volumencluster. Ja? Also selbst wenn wir jetzt hier runterfallen würden und jetzt hier unten reinkommen, wäre das wieder sehr starker Support. Da kommt auch der 200er EMA auf dem 4 Stunden Chart rein. Nicht wundern. Da scheint jetzt hier gerade die Sonne rein. <laughs> und es wird erst interessant werden, wenn diese zwei Tiefs hier fallen. Erst wenn diese Tiefs fallen und da sind wir und da sprechen wir einfach genau von 20.000 Dollar, wenn unser psychologisch wichtiges Level von 20.000 Dollar fällt, erst dann wird es interessant, denn dann wird das ganze Ding relativ schnell abgebaut und wir sehen uns möglicherweise wieder Richtung 17.000, 18.000 US-Dollar fallen. Aber erst dann, ja, und solange wir hier oben bleiben, alles gut, alles entspannt. Und deshalb verfällt er immer nicht gleich in Panik, wenn nur mal hier Bitcoin mal jetzt 1300 Dollar nach unten fällt. Ja, ich weiß, die Volatilität, ihr müsst halt jetzt auch wieder denken, die Volatilität ist wieder zurück. Wir reden jetzt wieder von Bewegungen zwischen 700 und 1000 Dollar am Tag, ja, wo wir davor gefühlt drei Wochen gebraucht haben, um 700 Dollar Move hinzulegen. Das ist natürlich auch klar. Aber auch hier auf dem 1-Stunden-Chart, machen wir den BPVA mal kurz aus, ja, sehen wir das auch nochmal ganz schön. Wir hatten dann einfach hier unser wichtiges Level, die 23.278 Dollar nach unten hin durchbrochen. Wir hatten dann hier auch wie so ein kleines Double Top, dann hier auch noch mal drin und sind dann hier nach unten gefallen. Und das haben wir uns ja gestern auch angeguckt. Ja, wir haben uns ja genau das hier angeschaut, wenn ihr euch daran erinnert, 15 Minuten Chart, kleines Double Top, hab gesagt, oh, die Wahrscheinlichkeit ist eher da, dass wir nochmal weiter nach unten gehen, dass wir natürlich dann hier jetzt erstmal die ganzen wichtigen Supportlinien, sorry, jetzt nach oben hindurch Damit habe ich jetzt nach unten hin durchbrechen habe ich auch nicht mitgerechnet, aber man muss jetzt dazu sagen, was jetzt erstmal interessant war, war folgendes: Die 23.278 Dollar. Warum? Ganz einfach, das war nämlich hier die ganze Zeit hier unser Widerstand. Wir hatten hier dieses Fakeout, Es war wieder Widerstand, nochmal Widerstand. Und jetzt wird es nämlich spannend, denn wir haben jetzt einen Retest gesehen. Das heißt, wir gehen hier runter. Wir sehen hier nochmal einen Retest, haben das Ganze nochmal angetestet. Also dieser Support ist jetzt kein Support mehr, sondern das Ganze ist jetzt alles hier für uns Widerstand und wirklich auch signifikanter Widerstand. Denn wie du ganz gut sehen kannst, ist das Ganze wieder zu Widerstand jetzt hier geswitcht. Ja, wir haben es hier gestern nicht drüber geschafft, wurden wieder abverkauft, es kam wieder eine rote Vector Candle rein, sind nach unten gefallen und jetzt gehen wir hier langsam Step by Step wieder nach oben. Wichtig ist natürlich, wir müssen es so schnell. Es geht wieder schaffen hier oben in dieses level reinzukommen Richtung 23.200 23.800 US Dollar. Was würde ich jetzt aufpassen? Was würde ich jetzt äh, traden? Erstmal vor unserem Zinsentscheid würde ich komplett die Finger vom Trading lassen. Eure Positionen zerspult sonst zu schnell. Mit kleinen Stop-Loss kann man es zwar arbeiten, dazu solltest du aber erfahrener Trader sein. Alle Links zu den Plattformen, die ich auch promote und die da wo ich auch trade, findest du unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt müssen wir uns das Ganze nämlich mal anschauen. Denn auf dem 15-Minuten-Chart wird die Sache natürlich jetzt hier wieder interessant werden. Denn auf dem 15-Minuten-Chart hatten wir uns gestern diese Bewegung angeschaut. Ihr erinnert euch vielleicht daran, das war genau diese Bewegung, wo ich gesagt habe: Oh, Leute, wir müssen aufpassen, wenn wir dieses Tief hier brechen, dann wird es wahrscheinlich relativ schnell gehen Richtung nächsten Support auf die 23,278. Und da kam dann auch erstmal hier kleinerer Support rein, wurde dann abverkauft, schöner Retest und es ging wieder weiter nach unten. Und genau das ist hier passiert. Derjenige, der gestern hier dann short gegangen ist, ja, sollte auf jeden Fall jetzt Profite realisieren. Jetzt ist der Zeitpunkt da, um Profite zu realisieren, um den SL möglicherweise dann hier auf den Entry zu setzen, kein Risiko mehr eingehen, vor allem nicht vor einem News-Event, so wie das dann morgen stattfinden wird. 15-Minuten-Chart für die Daytrader unter euch. Was schauen wir uns da jetzt hier an? Also Daily Open. Wir traden genau an unserem Daily Open. Seitdem ist nicht mehr viel passiert. Und wir halten eine ganz, ganz enge Range. Die Range befindet sich im Moment bei knappen 180 US-Dollar. Man muss dazu sagen, unser Pivot Point ist wieder oben über uns, unser Psi-Low auch. Genauso unser Yesterday Low ist unter uns. Das würde nochmal Support geben, wie unser Last Week Low. Auch nochmal ganz guter Supportbereich. Was sehr spannend ist, ist, dass unser Yesterday Low und unser Last Week Low genau hier. Einmal zwischen diesen 22.411 Dollar liegt. Eigentlich fast genau der gleiche Abstand, wie man hier ganz gut sehen kann. Und genau das ist das Level, was wir im Auge behalten müssen. Das muss halten, die 22.4. Auch auf den größeren Timeframes sind wir darauf eingegangen. Das bedeutet positionsmäßig würde ich euch jetzt hier erstmal empfehlen nichts zu machen sondern den morgigen Tag abzuwarten ja auch jetzt hier irgendwelche Staffelungspositionen oder Nachkauflevel ja, oder dann zu sagen okay ich compound jetzt hier die ganze Zeit rein ist wirklich sehr sehr gewagt in so einer wichtigen Marktphase und vor allem bei so einem wichtigen Termin was wir dann morgen sehen werden ja aber nichtsdestotrotz muss man trotzdem sagen, wir haben jetzt natürlich wieder massiv Widerstand über uns, aber es ist durchaus denkbar, dass wir einen kleinen Job morgen bekommen, vielleicht sogar runter auf unsere 20.000 Dollar das CME Gap schließen und dann weiter nach oben gehen. Was jetzt allerdings noch spannend ist, und da muss ich jetzt auch hier nochmal reingehen und zwar unser WeWeb-Leute. Was ist gestern passiert? Mit diesem Drop nach unten, was wir gestern gesehen haben, haben wir nichts anderes getan als auf unserem Daily Chart unseren WeWeb anzutesten, den wir uns ja hier eingezeichnet hatten. Und dieser ja, verläuft genau hier vom 30. März, also von unseren knappen 47.000 US-Dollar hier runter und erscheint immer noch hier wirklich massiven Support zu geben und zwar schon seit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seit genau 10 Tagen ja haben wir keinen Daily Close unter diesem wichtigen Level. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr das einfach versteht, solange wir keinen Daily Close hier drunter haben. Und ihr seht es auch auf dem Daily Chart, ja. Der 13er EMA ist hier erst, der 20er kommt hier noch hier erst nach oben, der 50er ist hier unten bei knapp 19.900 Dollar. 50er Daily EMA, 19.900 Dollar, CME Gap 20.000 Dollar. Es ist immer noch möglich, dass dieses CME Gap abgeholt wird, ja deshalb das immer noch im hinterkopf behalten dass wir das einfach immer noch da haben dann ethereum schauen wir uns doch ganz kurz an gibt nichts großartiges drüber zu sagen ethereum weiterhin langweilig wie wir traden die ganze Zeit in einer Range. Ja, die seht ihr nämlich hier auch nochmal ganz gut. Aber man muss dazu sagen, die Altcoins verlieren natürlich dann auch prozentual wieder mehr, als dass es dann Bitcoin tut. Wenn Bitcoin wirklich sehr stark nach unten fällt, haben gestern die Altcoins auch wirklich massiv verloren. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, auch jetzt speziell jetzt bei Ethereum. Ihr seht es, wenn wir wieder in diese Minus Distribution hier rechts reinkommen, bei 1512 Dollar, wird es halt ungemütlich. Aber auch hier der RSI am Abkühlen auf dem Tageschart auch ein sehr gutes Zeichen, äh, obwohl wir hier jetzt erstmal nur seitwärts gehen und ja gestern habe ich dann wieder leute angesprochen ja aber Basti wir haben ja eine bearische Divergenz und einen ansteigenden Kurs und einen abfallenden RSI auf dem Daily Chart ja und jetzt müssen wir auf jeden Fall Richtung 18.000 Dollar nach unten dumpen. <laughs> leute, das sehe ich im Moment nicht. Warum sehe ich das nicht ganz einfach? Ja, man hat zwar bullische und bearische Divergenzen, das heißt aber nicht, dass diese zu 100% aufgehen. Würden die immer zu 100% aufgehen, ja, dann müsstet ihr nur noch bearischen und bullischen Divergenzen gucken. Und und dann habt ihr das einfachste Trading, was ihr überhaupt euch vorstellen könnt, ja, aber das ist es nicht. Nein, ihr müsst nämlich wirklich darauf achten, dann erstens, wie lange ist das Ganze jetzt hier schon? Ja, das bedeutet, wir befinden uns eigentlich in einer bärischen Divergenz schon seit 14. Januar, also seit knappen drei Wochen. Ja, und es passiert hier erstmal gar nichts. Und ihr müsst auch schauen, wie sich der RSI dann hier verhält. Das heißt, wir sind in einer Seitwärtsphase und der RSI geht nach unten. Das bedeutet jetzt nicht, dass hier Bitcoin absolut nach unten fällt, wenn natürlich die Fed morgen sagt, wir erhöhen um 0,5 Prozentpunkte, dann wird das Ding hier auch nach unten knallen, keine Frage. Aber das hat dann nichts mit der bärischen Divergenz zu tun, sondern mit einem aus zyklischen und newstechnischen Ereignis. Das ist ganz wichtig. Ja. Und in diesem Sinne würde ich dir gerne noch ans Herz legen, dich einzutragen für unser Webinar am Donnerstag für meine Community komplett kostenlos. Und wir schauen uns nämlich da mal ganz genau den Point of Control an und unseren WPVA also unser Volumenprofil und vor allem, wie wir das in unser Trading mit einbeziehen können, weil das wird absolut unterschätzt. Ich sehe das bei keinen einzigen Trader da draußen, ja, der das hier mit euch im Detail durchgeht. Deshalb ganz, ganz wichtiges Thema. Kostenlos eintragen. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Würde mich da wirklich drüber freuen für meine Community und für meine Abonnenten hier auf YouTube. Falls du noch kein Abonnent sein solltest, hier jetzt kurz einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken, reinfolgen und dich dann hier an Melden am Donnerstag um 20 Uhr ist es wieder soweit. Da machen wir ein richtig geiles Webinar, wo es um den Point of Control und unseren VPWA geht. Allgemein um das Thema Volumen. In diesem Sinne ist das Video jetzt auch schon wieder vorbei. Ich will es auch nicht großartig in die Länge ziehen. Wirtschaftskalender, wie gesagt, morgen ganz, ganz großes Ereignis. Alle Termine sind klar, brauche ich nicht mehr drauf eingehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Dienstag. Bleib gesund, pass auf dich auf und wir hören uns dann spätestens morgen oder dann, wenn es hier ähm, zu einem außerzyklischen Ereignis kommen sollte am heutigen Tag, dann erfährst du es als erstes auf meinen YouTube-Kanal. Haut rein. Bis dann, euer Basti. Ciao, ciao.